Schauen wir uns das mal an. Also, Castle Beasts. Wir sehen hier vorne prominent platziert eine Kassette und einen Kassettenrekorder. Die sind nicht ganz unwichtig für dieses Spiel. Ich meine, es heißt Castle Beasts. Irgendwie erwartbar. Wir schauen mal, ob der Controller funktioniert. Ja, wunderbar. So, Sprache ist schon auf Deutsch. Sehr schön. Alles, was ich hier so sehe, ist erstmal toll. Können wir so lassen. Ist einfach sehr schön. Wir können mal die Gesamtlautstärke ein bisschen runter machen. Damit mein zartes Stimmchen sich durchsetzen kann auch. Nicht wahr? Gut. Speedrun-Timer gibt's. Geil. Das ist natürlich cool. Gut. Nein. Anwenden und... Wunderbar. Das ist es. Spielen! Nun reitet dieser Ritter durch das Reich in die Wildnis von Viral, wo es nur wenige gibt, die Gott oder andere mit gutem Herzen liebten. Sir Gawain und der grüne Ritter, unbekannter Autor, 1400. So, wie heiße ich denn? Das ist Gargamelos. Haha, das wäre was für Day. Was ist meine Lieblingsfarbe? Die wollen ganz schön viel wissen. Ziehe ich mich emotional direkt aus hier. Das finde ich ganz nett. Meine Hautfarbe. Ja, sowas hier. Gerade Bubikopf. Langer Pony. Akkurat, oh ja. Das sieht nach mir aus. Meine Haarfarbe. Nee. Direkt mal hier gucken. Ja, so, komm. Farbe Haaraccessoire. Habe ich eins? Keine Ahnung. Machen wir so. Ah, hier. Das soll eine Brille sein. Halbe Gesichtsbemalung, Gesichtsmaske. Schön. Schirm. Mürrisch. Ja, die Brille. Komm. Meine Augenfarbe. Die ist blau. Und das Gesichtsaccessoire. Ja, so wie meine Haare. Finde ich gut. Hui! Soll ich das nehmen? Bestimmt, ne? Boah, direkt mal 100 Holz. Ah, ich kann es gedrückt halten. So, und wo ist jetzt das Schwert? Ach nee, falsches Spiel. Wo kommt das denn her? Hey, mach jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Viel zu laut, die Musik. Verkehrsgraben habe ich nicht so mit Fremden und eigentlich auch mit niemandem. Hier, bitte. In diesem Moment wurde der Rock erfunden. Kurze Frage, was ist dein Style? Ich bin süß. Was sehe ich denn in die hier? Bonbon-Teufel besitzen die seltsame Eigenschaft, Süßigkeiten aus ihrem Körper zu produzieren, die sie als Geschenke oder ballistische Geschosse einsetzen. Manche finden dies charmant, wohingegen andere es als ziemlich eigenartig und eklig ansehen.
Erhöhe die Kassette dieses Monsters auf 5 Sterne, um weitere Informationen freizuschalten. Okay. Okay, leg sie jetzt in deinen Kassettenspieler, setz die Kopfhörer auf und drück auf Play. Das könnte ein bisschen seltsam werden, aber halt dich einfach an mich. Okay, du bist dran, nur zu. Atmen, du gewöhnst dich gleich daran. Aber wo? Mein Mund ist zu mit Zähnen und ich habe keine Nase. Machen wir ihn die Hölle heiß. Machen wir ihn erstmal. Optionen. Ist zu laut. Ist zu laut. Na egal. Schnell kämpfen hier. Klaps. Auf die Verkehrskrabbe. Und du spuckst. Bumm, tot. Du hast den Kampf gewonnen. Sehr gut. Das habe ich erhalten. Bonbon-Explosion. Trifft ein Ziel und verringert sein Ausweichen. Okay. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wie heißt du eigentlich? I'm Kaylee. Ich bin Kaylee. Freut mich, dich kennenzulernen, Gagamelus. Naja, wir sollten dich wohl mal ein bisschen aufwärmen, bevor du in deinem Pyjama noch erfrierst. Ja, bitte. Ist schon ein bisschen kalt jetzt. Was meinst du? Ziemlich idyllisch, oder? Wo bin ich? Willkommen in Hafenstadt. Deinem neuen Zuhause. Ich habe schon ein Zuhause. Genau, ja, tut mir leid. In solchen Sachen bin ich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du sitzt hier fest, genau wie wir alle. Also, mir geht's nicht gut. Wonderful. Ah, wunderbar. Du bist wach. Kaylee hat mir ganz schön Angst eingejagt, als sie bei mir angeklopft hat. Geile Musik. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Gagamelus. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die erste Transformation ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich, also wohnst du jetzt hier. Wo um alles in der Welt sind wir? In der Welt. Kaylee, hast du es ihm nicht gesagt? Sorry. Tut mir leid, das hätte ich machen sollen. Ich will dich jetzt nicht mit Informationen zuballern, aber du bist auf einer Insel namens Neuviral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde, zumindest glaube ich das. Gibt es einen Weg zurück nach Hause? Ich fürchte nicht, Gagamelus. Tut mir leid. Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffbrüchige schon, in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Aber das wird schon. In Hafenstadt gibt es eine Gemeinschaft, in der die Leute einander helfen. Es ist kein schlechtes Leben. Und es ist sicher. Naja, mal abgesehen von den Monstern. Wie das, gegen das wir gekämpft haben? Ja, ich gehe bald auf Patrouille. Wenn du mitkommen möchtest, triff mich am Tor. Direkt hinter der Brücke, über die wir in die Stadt gekommen sind. In der Zwischenzeit kannst du dich gerne bei deinen neuen Nachbarn vorstellen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass ein neuer Junge in der Stadt ist. Wir haben auch Kleidung für dich besorgt, allerdings könnte sie für deine Zeit etwas altmodisch sein. Aber das ist alles, was wir haben. Meine Zeit? Tut mir leid, ich texte dich schon wieder zu. Bis bald, okay? Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Meine Klinik ist ganz in der Nähe. Komm gerne vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Das ist bestimmt viel zu verdauen, aber wir haben alle das Gleiche durchgemacht. This is the world we live in. Oh. Okay. Ein Handbuch, das Kaylee dir gegeben hat. Lies es, um dir anzusehen, was du über das Leben auf der Insel Neuviral gelernt hast. Brauche ich nicht, oder? Weiß ich ja schon. Das weiß ich nicht, was das ist. Mal schauen, ob jetzt der Ton ein bisschen leise ist. Ganz schön geballert. Ah, hier. Schau mal, das ist neu. Sweatshirt, T-Shirt, Jacke. Ich sehe halt noch kein... Oh, Retro-Kleid ist schön. Eine Weste.
Ach so. Ja, eine Westenjacke. Das sieht doch stylisch aus. Ja, da sehe ich mich. Und ein Shorts. Sag mal. Die auch? So, die braucht eine 13. Eigentlich wäre hier als Shorts die 3. Das gefällt mir. Okay. Das ist ein Briefkasten. Ziemlich seltsam, dass er drin ist, wo niemand Briefe zustellen kann. Trotzdem nachsehen, stellt eine Internetverbindung her. Briefkasten ist leer. Ich habe keinen Code. Wo sind wir denn hier? Okay. Ich kann hier Sachen kaufen. In Hafenstadt gab es schon immer eine Art Freiwilligengruppe. Wie sonst hätten wir hier so lange durchhalten können? Yantas Ranger sind quasi die neueste Ausgabe davon. Ressourcen sammeln, Leuten helfen, wir machen alles. Seit der Entdeckung dieses Kassettenphänomens ist es schon schwieriger geworden, hier für Ordnung zu sorgen. Aber wenn es jemand schafft, dann Yante, würde ich es mal sagen. Ich weiß, dass die Transformation im Kampf viel effektiver ist, aber Mann, mir fehlen die Waffen, mit denen die Ranger früher gekämpft haben. Yantas mechanisches Zahnradschwert zum Beispiel. Mehr Steampunk geht nicht. Das ist ja süß gemacht. In der hingekritzelten Notiz steht: Ich glaube, dass bestimmte Monster je nach Tageszeit zu verschiedenen Gestalten reifen. Hallo, Schätzchen. Wenn du Mitglied bei den Rangern werden willst, Yante ist gerade weg. Sie müsste im Außenposten im Park sein. Wenn du vom Stadtrand aus nach Norden gehst, dürftest du sie nicht verfehlen. Ich muss schneller werden, wenn ich diese Krabbenmonster hinter mir lassen will. Also kann er springen. Hey, hallo, willst du trainieren? Lass uns pumpen. Das wird nichts. Wo ist denn dein Mitgliedsausweis? Bist nicht mein Ranger? Als erstes musst du zum Außenposten im Park nördlich des Stadtrands laufen und Mitglied werden. Bis später. Okay. Scheint ein exklusiver Club zu sein hier. Moin. Huch, warst du schon auf der Westseite von Hafenstadt? Ich wollte irgendwann mal das Heimatmuseum dort besuchen. Ich bin jetzt einfach auf ihm, oder? Nimm ich mit! Ah, Mist. Ich wollte eigentlich über die Brücke, aber die ist schon seit einer Weile oben. Kein Problem, dann bleibe ich einfach auf dieser Seite der Stadt. Tja. Was ist hier unten? Erstmal die Stadt kennenlernen. Ich muss ja wissen, wo ich jetzt zu Hause bin. Hi, Gargamelos, was kann ich für dich tun? Ich brauche eine Untersuchung. Du bist bei bester Gesundheit, Gargamelos. Wolltest du noch irgendwas? Ich brauche Vorräte. Ach so, soll ich jetzt wieder bezahlen oder was? Stellt die Trefferpunkte einer Kassette vollständig wieder her. Verbotsbenutzung, Kampf, eine Runde. Nehmen wir mal eine. Kann man über eine besitzen. Okay. Goodbye. Versuch dich da draußen nicht allzu schwer zu verletzen, okay? Welcome. Wollte noch Goodbye. Hallo sagen. Tschüss. Dieses ganze Kassettentransformationsding ist noch neu für dich, was? Hier ein kleiner Ratschlag. Das Wichtigste ist, nicht daran zu denken, wie es funktioniert. Eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Aber es funktioniert, also akzeptiere es einfach. Hier ist zu. Hier auch. Kann ich hier hinten lang?
Ja, aber er scheint nichts versteckt zu sein. Schade. Gut. Gehen wir dahinter noch? Weil da noch irgendwas war. Da ist noch irgendwas. Ein stadtmäßiges Ding. Okay. Das hat sich ja nicht gelohnt. Hoch da. Ein Spiel mit dem Feuer. Hey. Bist du neuer hier auf der Insel? Das sieht man dir sofort an. Okay. Weißt du, was mir fehlt? Sport. Warum kann man in Hafenstadt nicht mal ein Fußballteam gründen? Tja. Wahrscheinlich gäbe es wohl niemanden, gegen den man spielen könnte. Die Riesenkrabben am Stand sind eher nicht auf Wettbewerbe aus. Am Strand. Hier unten ist auch was. Da wohnt bestimmt die Dingsy. Ach nee, hier ist eine Bar. Ich wohne über der Bar. Bonjour, wir sehen hier nur selten neue Gesichter. Besonders keine so ansehnlichen wie deins. Oh. Das schmeichelt mir direkt. Ich bin Clémence. Und dieses feine Etablissement ist das Café Grammophon. Was soll ich sagen? Ich könnte jetzt alles im französischen Akzent machen. Und dieses feine Etablissement ist das Café Grammophon. Was soll ich sagen? Ich habe viele Schallplatten und mache den besten Kaffee. Viel Konkurrenz gibt es nicht. Bitte, du kannst mir gerne Fragen stellen. Ich habe es nicht eilig. Ich glaube, ich mache mich gerade richtig zum Brot. Was steht auf der Karte? Also. Ist geil, dass man hier verschiedene Ressourcen zum Einkaufen braucht. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, was kann ich für dich tun? Das Café Grammophon. Oui. Oui. Als ich nach Affenstadt kam, schrien die Leute ihr förmlich nach einem stylischen Ort zum Treffen. Und den habe ich ihnen gegeben. Wenn nicht ich, wer dann? In der Stadt gab es ein Grammophon, eine alte Maschine zum Abspielen von Schallplatten. Also machte ich daraus das Erzstück dieses neuen Ladens. Dann meinten die Leute, Clémence, du hast ein Grammophon, aber keine Musik? Tja, eines Tages haben die Ranger dann einen Ort voller intakter Schallplatten gefunden und sie mir gebracht. Sie sagten, Wir haben zwar die Schallplatten, aber die sind für moderne Plattenspieler. Auf unserem Grammophon kann man sie nicht abspielen. Ich sagte ihnen, dass sie still sein sollten und reparierte das Grammophon, auf dem wir mittlerweile Platten spielen können. Jetzt ist mein Café stylisch und es gibt Musik. Alle sind glücklich. Ende. Bonjour, was kann ich für dich tun? Wie bist du hergekommen? Ich bin abgestürzt, im Meer gelandet, wurde hier angespült, vor ungefähr 10 Jahren. So war das. Mir fehlen Motorräder. Wie machst du deinen Kaffee? Ich habe eine besondere Methode. Und die Pipers bauen meine Kaffeebohnen auf ihre Farm an. Ist doch eine gute Übereinkunft. N'est-ce pas? Au revoir. Au revoir. So, ich will hier was. Schade, geht nicht. Yeah. Ha, wenn du mal nicht weiter weißt, hör dich einfach um. Manchmal führt ein gutes Gerücht einen wieder auf den richtigen Weg. Okay. So, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen in Deutschland lebenden Franzosen. Diese Stadt gibt es seit 101 Jahren. Wusstest du das? Ich weiß noch, wie es hier aussah, als ich noch klein war. Die Stadt verändert sich so schnell. Aber das Fundament ist stets das gleiche geblieben. Sorry, tut mir leid, wenn du den Aufzug benutzen willst, musst du später wiederkommen. Ich will gerade einige seit langem überfällige Reparaturen durch. Konnte ich da hochkommen? Nee, ne? Da hoch ging noch nicht. Ich glaube, das fehlt noch. Komm, wir machen jetzt erstmal weiter. Whee. Ausrufezeichen. Hallo Gagamilos, fühlst du dich besser? Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Also, ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Ein Auftrag? Ich erkläre es dir gleich. Siehst du den Weg da drüben? Well.
Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht die Risse im Boden. Wir überprüfen den Weg und vergewissern uns, dass er sicher ist. Hier, das ist der Schlüssel für das Tor. Yeah. Mir gefallen die Sounds. Ja, also, vorher muss ich dir noch einige Grundlagen zeigen. Hoffentlich bist du bereit für eine Verwandlung. Na klar. Du gewöhnst dich im Nu daran. Das ist wie Fahrradfahren. Außer, naja, das Fahrrad verwandelt sich in einen pastellfarbenen, gehirnten Teufel. Und du bist das Fahrrad. Siehst du dieses Vieh mit den Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich ernährst. Also kommst du natürlich näher. Moin. Ja, Lautstärke geht jetzt, glaube ich, klarer. Okay, und was machen wir jetzt? Aufnehmen? Oh, keine Kassetten. Tutorial Aktionspunkte. Achte auf diese orangenen Quadrate. Hierbei handelt es sich um deine Aktionspunkte oder kurz AP. Für die meisten Aktionen musst du AP ausgeben. Die AP-Kosten einer Aktion werden neben ihrem Namen angezeigt. Wenn du nicht genug AP für eine Aktion hast, kannst du sie in der aktuellen Runde nicht benutzen. Jedes Gruppenmitglied erhält 2 AP pro Runde und 1 AP zusätzlich, wenn es einen Angriff mit Typenvorteil landet. Du kannst vorausplanen und AP für deine stärksten Waffenangriffe sparen, indem du schwächere Aktionen benutzt, für die du nur wenige AP benötigst. Okay, also erstmal ein Klaps. Und du hast die Chance, vorübergehend einen Verbündeten herbeizurufen. Boah, bumm. Du hast ja ein bisschen was abbekommen, aber deine Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt, die rote Leiste für deine Gesundheit. Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette beschädigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt sich Zusatzschaden des Angriffs, der sie beschädigt hat, auch auf deine Gesundheit aus. Die rote Leiste. Die rote Leiste? Sehe ich jetzt gerade keine. Wenn wir beide unsere gesamte Gesundheit verlieren, müssen wir nach Hafenstadt, uns nach Hafenstadt zurückziehen. Verstanden? Ja. Okay, lassen wir es krachen. Boom. Hege geschlagen. Zack. Spucken wir das mal an hier. Boom. Ausweichen verringert. Spucken. Du hast den Kampf gewonnen. Hui. Schallknall trifft ein ganzes Team. Okay. Ja. Gut gemacht. Dieser Aufzug sollte eigentlich funktionieren. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Krass. Hey. Super, dann fahren wir mal hoch. Bei weiteren Kämpfen gehst du voran, aber keine Sorge, ich bleibe ab jetzt bei dir. Oh. Freigeschaltet, Kaylee. Kaylee ist jetzt an deiner Seite. Yes. Was haben wir jetzt gemacht? Achso, Serenade ist sie. Sind besonders laute Kreaturen und können ihre Singstimmen durch ihre Mikrofonschwänze und Flügel verstärken. Sie scheinen nicht mitzubekommen, ob ihr Gesang zu laut für ihre Umgebung ist. Quest aktualisiert. Machen wir erstmal kaputt. Okay, und das ist die rote Leiste. Verstehe. Und man klaps. Und du machst. Achso, sie hat Schallknall gelernt. Was ist ein Stau für eine Attacke? Tempo verringert, das ist gut. Das gefällt mir. Sollte dann reichen. Ja. Okay, jetzt schon kaputt. Du hast den Kampf gewonnen. Nee. Erhalten Zielwasser, ungewöhnlich. Erhöht den Fernkampfangriff des Benutzers. Plus 9% Prioritätschance pro leeren Platz. Okay. Weiß ich noch nicht. Moin. Was das heißt. Oh, jetzt hier. Da müssen wir mal...
Machen wir mal Carni Viper kaputt, wa? Macht erstmal Ziegelwasser. Das auch. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Oh, das ist direkt tot. Ich wollte doch meinen Schallknall ausprobieren. Wie er das ganze Team trifft. Bumm. Boff. Mächtige Attacke. 60 Angriff. Stufe 7. Weizen. 54 Weizen erhalten. Klingt nach viel. Ist es wahrscheinlich gar nicht. Brauchst du eine Pause, Gargamelus? Wir können uns hier ausruhen, wenn du möchtest. Diese Feuerstellen markieren Gebiete, in denen du sicher zelten kannst. So hast du die Möglichkeit, Kassetten zu reparieren und wieder auf die Beine zu kommen. Ja, direkt auf dem Feuer zelten. Oh, wie süß. Ich muss fast ein bisschen weinen. Was kann ich hier rüber machen? Also, Sortierung. Wir runden es mal aus. Als Kind habe ich ständig gezeltet. In Irland gibt es jede Menge toller Stellen dafür. Ich bin mit meinem Papa immer aufs Land gefahren und dann haben wir uns die Sterne angesehen. Wenn ich mit dir zelte, kriege ich Sehnsucht nach dieser Zeit. Oh, es ist dunkel. Ist hier irgendwas? Nee. Ich sehe jetzt fast nichts hier. Komm, es geht hier lang. Na gut. Es wird noch weitere Monster geben, aber die schaffen wir. Ich habe dich hier noch nicht gesehen. Lass mich raten, du wurdest erst vor kurzem angespielt, richtig? Oh, hast du da einen Kassettenspieler? Hier, bitte. Oh nein, da habe ich schon 5 von. Die kann ich jetzt bestimmt. Oh, toll. Na, zum Glück habe ich mir die schon gekauft vorher. Ey! Oh, darf er noch nicht lang. Achso, das bleibt da jetzt liegen. Na, immerhin. Hallo. Da, siehst du das Monster? Man muss es irgendwie herlocken können. Was habe ich denn für einen Typ? Wahrscheinlich normal, ne? Pombombe. Ziele des Feuertyps werden durch Angriffe des Lufttyps ausgepustet, wodurch sich die Stärke ihrer zukünftigen Angriffe verringert. Witzig. Lustige Idee. Ausgepustet. So, dann machen wir Carni Viper. Du machst Schallknall. Beim Stack das auch noch. Du hast den Kampf gewonnen. Yes. Einfach gut. Einfach gut. Ah, da rechts wird irgendwann lang gehen. Moin. Okay. Okay, nimm die hier. Ah. Zu den Monstern auf Neu-Varal gibt es einiges zu sagen. Wenn sie geschwächt sind, kann man ihre Essenz, naja, auf Kassetten aufnehmen. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und das reicht uns. Aufnehmen. Mit einfacher Kassette. Achso, verwerten kann ich das auch. Benutzen bei Dominette. Und du kämpfst mal mit Spucken.
100%. Okay, jetzt greift die noch an. Trotzdem 100%. Ja, ist ja auch ein Tutorial, klar. Dominotten. Dominotten sehen sich selbst als Hüter des Friedens und patrouillieren daher am Himmel über Waldgebieten. Das Einzige, was sie von ihren edlen Pflichten abhalten kann, sind helle Lichter wie zum Beispiel Lampen. Tutorial: Kassetten aufnehmen. Ob eine Aufnahme gelingt oder nicht, hat nichts mit Glück zu tun. Es gibt einige Faktoren, die dafür entscheidend sind. Wie viel Gesundheit das Monster hat, seine Stufe und Seltenheit, wie viel Schaden du ihm beim Aufnehmen zugefügt hast und wie viel Schaden die aufnehmende Person erlitten hat. Das Verwenden von Statuseffekten zur Verstärkung von Angriffen auf das Monster, das du aufnimmst, kann den Schaden und deine Chance effektiv erhöhen. Solange ein Monster aufgenommen wird, kann es nicht fliehen oder besiegt werden, also musst du dir keine Sorgen machen, dass es K.O. geht. Perfekt. Auf welche Aktionen du beim Benutzen einer Kassette im Kampf Zugriff hast, hängt davon ab, welche Sticker sich darauf befinden. Achso, Sticker und Aktion. Du kannst neue Aktionen für eine Kassette erhalten, indem du sie mit Stickern aus deinem Inventar beklebst. Sticker, nicht benötigte Aktionen, können entfernt in dein Inventar gelegt werden. Moin Dennis. Du kannst Sticker beliebig oft verwenden, aber jeweils nur auf eine einzige Kassette kleben. Du kannst Sticker auf verschiedene Weise erhalten. Durch das Erfüllen von Erfahrungspunktleisten der Kassetten und durch das Füllen in Truhen oder Verstecken, die du findest, und bei bestimmten Händlern in Hafenstadt. Sticker anzeigen. Okay. Zurück. So, aufgenommen. Jetzt kann ich das noch kaputt nehmen. Wechsel jetzt zur gerade aufgenommenen Kassette. Wechseln. Dahin. Verwandeln. Und du spuckst. So erhältst du neue Monstergestalten. Wenn ein Monster allerdings zu viel Schaden erleidet, flieht es und du kannst es nicht aufnehmen. Alles klar soweit? Also machen wir den Käfer fertig. Bumm. Ach so, und... Ah nee. Nee, egal. Nix. Erhalten C4. Oh, das habe ich noch erhalten jetzt. Trifft dein Ziel. Na cool. Was passiert hier? Von einigen Monstern erhalten wir Zusatzfähigkeiten, wenn wir sie aufnehmen. Also mehr als nur die Möglichkeit, uns in sie zu verwandeln. Keine Panik. Du kannst es A gedrückt halten, um über lange Strecken zu gleiten. Hierdurch wird deine Ausdauer verbraucht. Tut mir leid, ich hätte dich wahrscheinlich warnen sollen, aber ich dachte, es wäre einfacher, es dir zu zeigen. Per Gleitflug können wir diese Stelle da drüben überqueren. Oh, jetzt habe ich eine Quest übersehen. So. Oh, hier so eine Pumpbombe. Hätte ich gerne. Aua. Wälle absorbieren eine bestimmte Anzahl eingehender Treffer und werden durch Angriffe mit Typenvorteil sofort zerstört. Ui, gemein. Moment. Dann nimmst du mal die Verkehrskrabbe auf. Du machst Schallknall. Und wieder das Spiel ist von der Art, die mich würgen lässt. Alles klar. Mach's gut. Nee, hab ich nicht. Dann tschüss. So, Verkehrskrabbe aufgenommen. Jawoll. Der Kegel der Verkehrskrabbe gehört nicht zu ihrem Körper, sondern ist ans Ufer von Neuveral gespülter und von der Kreatur in Besitz genommener Verkehrskegel. Da muss aber jede Kreatur auch so einen Kegel finden. Angeblich haben diese Wesen in der Vergangenheit stattdessen andere Objekte gefunden, um darin zu leben. Mmh.
So. Die ist weg. Jetzt müssen wir erstmal den hier kaputt machen. Und dann kann ich ihn, glaube ich, auch... Hier, ja, das war gut, ihn mit Luft anzugreifen. Das hätte ich vorhin machen sollen. Und dann kann ich ihn jetzt direkt noch aufnehmen. Und du machst... Ja, machst ihn einfach ziemlich kaputt. ...74% Chance. Ey! Sollte trotzdem gehen. Yes! Pombomben gelten normalerweise als die freundlichsten Kreaturen auf Neuveral. Hätten sie nicht die Angewohnheit, versehentlich alles und jeden in Brand zu stecken, würden sie ziemlich gute Haustiere abgeben. Hundejahre, verlängert die Dauer der Statuseffekte des Ziels. Witzig. Gut. Was sehr schade ist, ist, dass die Musik der Kämpfe viel lauter ist als alles andere. So, was haben wir erhalten? Also, beißen. Trifft dein Ziel und halt den Benutzer danach ein wenig. Schön. Serenade. Hat bekommen provozieren. Für eine 3 Runden lang, dass Gegner die Verbündeten des Benutzers direkt anvisieren. Ach so, dann greifen die nur ihn an. Dominotte kriegt Prügel, trifft ein Ziel. Easy, simple as that. Verkehrskrabbe opfert 20% der TB, um einen Wald zu erzeugen. Trifft ein Ziel, entzünden. Viel bekommen.